Es ist Dienstag und Sie sehen das SKB-Journal mit folgenden Themen. Corona-Zahlen. Inzidenz bleibt gleich. Mahnwache. Havelstädter zeigen weiter Solidarität. Und Verkehrsprobleme. Neues Pflaster für die Altstadt. Und damit herzlich willkommen zum SKB-Journal. Wir starten auch in die heutige Sendung mit den aktuellen Corona-Zahlen. Die Inzidenzzahlen laut Robert-Koch-Institut vom Pfingstwochenende liegen bei 166,6. Die Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag werden über das Wochenende wie immer nicht bekannt gegeben. In den letzten 7 Tagen gab es 120 Neuinfektionen. Am vergangenen Sonntag fand wieder eine Mahnwache Frieden und Freiheit für die Ukraine statt. Um 18 Uhr vor dem Rathaus der Stadt Brandenburg an der Havel auf dem altstädtischen Markt fanden sich Bürgerinnen und Bürger zusammen und protestierten gegen den Angriffskrieg und zeigten ihre Solidarität mit dem geschundenen Land und seinen Menschen. Auch Oberbürgermeister Steffen Scheller war vor Ort und richtete einige Worte an die Anwesenden. Gesunder Blutdruck? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Information unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. In der Brandenburger Altstadt soll das Kopfsteinpflaster erneuert werden und die Bauarbeiten sollen ab August diesen Jahres beginnen. Das erste Teilstück der Plauer Straße zwischen dem Altstadtmarkt und der Einmündung Ritterstraße in der Stadt Brandenburg bekommt ab August 2022 bis voraussichtlich Ende dieses Jahres einen neuen Fahrbelag. Ziel ist es, den Durchfahrtsverkehr geräuschärmer zu gestalten und gleichermaßen den historischen Charme der Altstadt zu erhalten. Für die zügige Umsetzung der Bauarbeiten im ersten Bauabschnitt führte die Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel ein eigenes Planungs- und öffentliches Ausschreibungsverfahren. Die Umsetzung erfolgt in Kooperation mit den Stadtwerken und der BRAWAG sowie einem Straßen- und Tiefbauunternehmen aus dem Jerichower Land. Der Kostenanteil der Stadt Brandenburg liegt bei gut 283.000 Euro. Das Bauvorhaben hat ein Gesamtvolumen von gut 345.000 Euro. Insgesamt sind derzeit 5 Bauabschnitte zum Austausch des Fahrbelags in der Altstadt im Gespräch, die in Gänze nach einer Schätzung im Jahr 2025 abgeschlossen sein könnten. Nach dem ersten Bauabschnitt sollen nach aktueller Planung der Altstädtische Markt, Parduin und der Verkehrsknoten Rathenower Straße, Mühlentorstraße, Bäckerstraße, Parduin folgen. Und damit sind wir beim Wetter angelangt, liebe Zuschauer. In den kommenden Tagen wird es erst einmal durchwachsen, doch zum Wochenende hin kommt die Sonne wieder raus. Hier ist der SKB-3-Tagestrend. Am Mittwoch erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken am Himmel. Dazu kommen Temperaturen zwischen 12 und 24 Grad. Am Donnerstag bleibt es dann bewölkt am Himmel. Es kann immer wieder zu Regenschauern kommen. Die Temperaturen steigen nicht über 20 Grad. Am Freitag liegen die Temperaturen dann zwischen 12 und 22 Grad. Hier ist der Himmel wieder leicht bewölkt. Liebe Zuschauer, das war das SKB-Journal nach dem Pfingstwochenende. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und sage Tschüss. Machen Sie es gut.